Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und vor uns ist ein Kaninchen. Nee. Da. Ist es unterm Stein gegangen? Pfeil wieder aufsammeln? Natürlich nicht. Und auch dieses kleine Nagetier rast mit einer Geschwindigkeit weg. Alter! Bleib stehen! Dich kriege ich jetzt! Bleib stehen! Alter, was geht denn hier ab? Ja, bleib doch mal an der Hauswand, du kleines Arschloch. So, kann ich das irgendwie auseinandernehmen? Ah, Warhides! Wuhu! Leider kriegen wir die Bolzen nicht raus. Das finde ich echt scheiße. Alter, hier geht's ja echt dick ab. Aber hier ist kein Händler oder sowas. Guck mal, die gegnerischen... Rick Carter. Hat die Tür offen. Gucken wir uns doch mal das Haus von Rick Carter an. Ganz schön groß. Entschuldigung, Rick Carter, ich will mal was testen. Ich kann die Gebäude von Rick Carter nicht zerstören. Ist okay. Habe ich eh nicht vor. Ich wollte nur mal gucken. Alter, wie viel Holz hat da der Rick hier denn reingehauen? Das ist ja der Hammer. Ich weiß auch gleich, mit Dächern verkacke ich es immer. Hat er cool gemacht. Die Treppe, naja. Boah, geh mir aus dem Weg. So. Oh, schönes Haus. Fand ich cool, dass da mal keine Tür drin ist, dass wir uns das mal angucken können. Ich muss aber gerade überlegen, sind alles nicht so Häuser, die so... Oder? Sind die so im Stil von den... aus dem Western? Ich glaube eher weniger. Oh, so ein schönes Türmchen. Könnte eine Kirche sein. Oh ja, wir bauen eine Kirche. Weil wir haben da eine Bank. Und wir bauen kein normales Haus. Also soll von außen aussehen wie ein normales Haus, aber wir bauen eine Kirche. Ein Gotteshaus. Warte mal, anscheinend kann man... Ach, die hat er sich geschützt, so ein Arsch. Kann man das dann doch mit der Allgemeinheit bauen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Jagen, da ist eine Kuh. Die Pfeile haben wir noch. Moin. Ich hoffe, dass es eine Kuh ist. Oh, es ist auch so schnell. Bleib stehen. Muku. Wieso kann ich so schnell laufen? Verdammt. Ach, Banditen? Ja, gut, dann machen wir wieder Rückzug. Was ist das hier? Railroad Tickets. Husch, husch. Ein Zug. Cool. Also, ich habe echt das Gefühl, man kann bestimmt hier mit den Leuten interagieren. Also, na klar, interagieren sowieso, aber so allgemeine Gebäude vielleicht zusammenbasteln. Das wäre echt cool. Ein Zug, eine Eisenbahn bauen. Ey, warum glitscht das euch so aus, du Arsch? Oh, eine Schüssel. Oh, das bauen wir auch. Das will ich auch. Und wo ist dieses scheiß Schaf? Ich will das Schaf jetzt haben.
Es ist ins Haus gegangen. In Sullivans Goldhaus. Ja, das finde ich immer kacke. Gut. Da ist es. Das hat mich schon wieder gesehen, oder was? Nein! Und schon brauchen wir wieder neue Pfeile. Gut, ich glaube, das nehmen wir erstmal, was wir hier haben. Und jetzt müssen wir nur wieder zurückfinden. Da steht ein Pferd in der Tür. Oder so. Oder auf dem Flur war es, ne? Da steht ein Pferd auf dem Flur. La, 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 la. Ist auch eine Idee. Ist das sowas, was man sowas baut? So eine Reiter-Ranch. Wenn man so thematisch jeder so ein thematisches Gebäude baut, wäre cool. Also von der Idee her. Ich glaube aber, dieses Spiel musste auf jeden Fall mit mehreren Leuten spielen. Ist auch immer vom Vorteil, wenn man sowas dann halt. Mal hier mal was trinken. Ich hoffe nur, dass ich jetzt mal. Hier siedelt sich auch gerade jemand an. Aha, erst vom Fundament bauen, okay. Holz haben wir noch? Stein, wie viel brauchen wir dafür? Brauchen wir immer 3 Warhide dafür? Ich mach's einfach mal. Das heißt, wir brauchen wieder ein bisschen Holz. Und ein bisschen Stein schon mal vorne weg. Müssen ja auch gleich wieder ein paar Pfeile machen. Crafting! Oh, da lachen Steine auf dem Boden. Nee. Fuck, ey, wo war jetzt unsere Hütte? Oder unsere Hütte, unser Lagerfeuer? Da sind mehrere Wölfe. 4 Stück. Da ist unser Ding. Also, wenn man diese Gebäude alles selber bauen kann, dann kann das natürlich sein, dass er keinen Bock auf uns hat und uns dann den Krieg erklärt. Aber ich will ja nur ein bisschen. Ach, ist das ein. Ach so, Glück, das war nur ein Baumstamm. Ich wollte nur ein bisschen testen. Das Gotteshaus wird aber nur von außen halt aussehen wie ein Gotteshaus, denn, ja. Wie kriege ich denn sowas hin? Egal. Was wollen wir machen? Ach ja. Erstmal Fleisch. Wie kann ich dann was essen kochen? Wie mache ich Feuer an? Feuerzeug habe ich ja nicht, ne? Scheiße. Wie macht man denn Feuer an? Ja, gute Frage. Wie machen wir Feuer? Das ist ja, glaube ich, nur eine Flagge. So, also so eine Flagge sei schon eine Fackel. Damit wir im Dunkeln sehen, aber so richtig. Scheiße, wie kriege ich das an? Wie mache ich das Campfeuer an? Was ist das denn da drin überhaupt? Das hier reinpacken?
Ach, jetzt haben wir das Problem. Muss doch irgendwie das teilen können, verdammt. Ich will nur zwei Holz da reinpacken oder so. Verdammte Axt. Aber wir kriegen es trotzdem nicht an. Wie kriegen wir, wie machen wir vorher? Ich hätte noch gedacht, dass es vielleicht irgendein Anzündmaterial gibt oder so. Das heißt, wir dürfen das Fleisch roh essen. Kotten. Kann ich ja vielleicht irgendwas zum... Hier, damit würde ich eigentlich... So Fiber, so irgendwie sowas, das wird doch bestimmt gut gehen. Aber damit wir erstmal wieder Platz haben, bauen wir das erstmal ganz kurz. Das bauen wir mal hier hin. So, jetzt können wir damit interacten. Trinkflasche, das ist doch schon mal gut. Da brauchen wir ein Holz. Das holen wir. Ah! Aua, was ist denn jetzt passiert? Hä? Was ist denn gerade? Ist der Server scheiße oder was? Okay, versuchen wir mal. Irgendwie fliegen wir da irgendwie immer vom Server. Ja, Schusswaffen wäre auch mal toll irgendwie. Ah, wer will denn in der Wüste lagern oder so, in der Steppe? Da gibt's doch nichts, würde ich jetzt mal so behaupten. Da sind wir wieder. Interacte jetzt nochmal. Ah ne, Entschuldigung, wir wollten ja das Holz da rausnehmen. Das Fleisch auch erstmal. Wir wissen ja immer noch nicht, wie wir das machen. Ich hätte jetzt gerne Trinkflasche. Und Leder. Leder brauchen wir auch noch für irgendwas. Trinkflasche. Wie, das war's schon? Scheiße. Ah, oh, jetzt müssen wir wieder Tiere jagen. Wie viele Tiere müssen wir denn jagen? Wofür brauchte ich nochmal Leder? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach ja, wir wollten ja... Nee, das war's nicht. Wir wollten was bauen. Das hier wollten wir bauen. Trinkflasche wäre natürlich auch gut. Affickt und zugenäht. Wie baue ich denn? Wie mache ich Feuer? Ich will doch nur... Oh, gibt es Feuerstein oder sowas? Das kann sein. Es gibt verschiedene... Oder Kohle? Da können wir das da so machen. So. Crafting Items. Wie mache ich Feuer? Ich weiß es nicht. Wir werden elendig verrecken. So. Aber wir können ja irgendwas bauen. Kann ich jetzt Planken machen, verdammt? So, dann brauchen wir 5 Holz. Wie viele haben wir? Ah, mach doch mal 5 Planken. So, und ich glaube, 2 Planken braucht man für ein Storage. Du kannst ja mal weitermachen. Ne, wir brauchen mehr Planken. Und mehr Seil, das heißt, wir brauchen mehr Fiber. Aber haben wir noch.
es reicht doch nicht ganz. Ne? Doch, haben wir. Planken haben wir auch. Ja, damit. So, und jetzt. Ja, brauchen wir mal eine Kiste. Ich würde gerne hier auch so was haben wie er hier. Am besten, ich würde mich noch gerne mit anschließen. Nee, ist doof. Wir wollen hier eine Gasse machen. Und dann... Ja. Wo ist die Truhe? Small crate to store item. Storage box. So, jetzt haben wir sie endlich. So, packen wir sie erstmal. Ich habe so aber die dunkle Vorahnung, dass sich da jeder ran bedienen kann. Stein rein. Wir brauchen erstmal extrem viel Holz. Die Frage ist, kommt da jetzt jeder ran? Kann ich diese verschließen? Destroy, move. Ja, ich glaube, da kommt jeder ran. Das ist natürlich super. Das heißt, sobald wir uns wieder ausloggen und dann ist das quasi, ja, für jeden zugänglich. Ist das nett. Ja, hier kannst du eine Storage Box aus, eine Box aus diesen Planks machen. So, wir brauchen erstmal... Ich weiß immer noch nicht, wie man Wände baut, also... Wir holen uns erstmal nochmal Holz. Wie viele Pfeile haben wir? 10 Stück. Da ist ein Baum, den hauen wir mal ab. Einer reicht für mich nicht. Dann machen wir folgendes. Wir gehen mal weiter und aus dem Holz, was wir jetzt haben, machen wir schon mal Planken. Oder kann ich da direkt mitbauen? Machen wir zur Not eine klassische Holzkirche. Wie kann ich damit bauen? Fragen über Fragen. Nee, ich brauche keine Sattelstation. Schade, es gibt nicht so vorgefertigt wie in anderen Spielen. So Baustücke, so Wände oder sowas. Ah, sein Magen knurrt, mein echter knurrt auch. Ich weiß nicht, welcher Magen gerade zuerst geknurrt hat. Dann gucken wir hier nochmal rein. Hier können wir wirklich nur Planken machen. Ja, ist ja gut. Machen wir ein, zwei Planken. Gucken wir, ob wir damit was machen können. So. Ah, doch hier. Double Wall. Ich hätte gerne so eine einfache. Ach du Scheiße. Da haben wir ja richtig viel.
Ich baue mal eine. Large Wall. Sieht aber so nach Zäunen aus. Wie baue ich so eine einfache Holzmauer wie der Typ da im Hintergrund mit seinem Häuschen? Entspricht ja quasi das hier, ne, wenn ich das so sehe. 20 Planks und 10 Eisen. Na gut. Da brauchen wir echt noch viel Holz. Komm mal her. Vielleicht schaffen wir es in der Folge noch eine Wand zu bauen. Da ist Eisen. Da nehmen wir uns auch noch was von mit. Nee, scheiße, kein Eisen. Fuck, wo habe ich ein Eisen gesehen? Oh, du nervst mit deinem Magen. Hau dir ein paar Beeren rein. Dann haben wir das Problem mit dem Feuer noch. So. Ja komm, ich lass dich laufen, Tierchen. Das war... Die Wölfe da hinten. Das könnte Eisen sein. Da haben wir auch Bäume. Nebenbei kann man uns ja auch mal wieder aufsammeln. Ja, das ist Eisen. Da nehmen wir uns ein bisschen was von mit. Ah, Stein kriegen wir auch gleich. Also 20 Eisen. Oder auch nicht. Ich hoffe, wir brauchen nicht so viel. Holz brauchen wir richtig viel. Na komm, einen Baum machen wir noch. Okay. Also wenn man wirklich... Wie viel war das jetzt? 20 Planken und... Ziehleine. Ich hab, kann kein Feuer machen. Was eigentlich recht peinlich ist. Bei Feuer ist ja eigentlich immer so das Grundgerüst zum Überleben. Feuer ist wichtig. Machen wir erstmal einen Haufen Planken. Oh Gott, wie viel braucht man circa für diese Wand? 20 Planken und 10 Eisen. Baue ich ja Ewigkeiten. Und noch eine. Super, dann haben wir gleich 20. Dann können wir mal ganz kurz gucken. Feuer. Ich mache da was rein. 3 ist Crafting. Oder warte mal. Gehen wir mal weg. Fast so aus, wie das da reinkommt. Nee. Nee, geht da nicht rein. Verdammte Axt, wie mache ich denn Feuer? Hm. Lass ihn hier noch irgendwo reinpacken. Ja, ich habe eben keinen blassen Schimmer. Egal. Haben jetzt unsere 20. Dann will ich jetzt eine Wand bauen. Das ist wirklich die einfachste, die man bauen kann.
2010? Glaube nicht. Oh, ich Horst. Scheiße. Haben wir gleich die teuerste Variante genommen, glaube ich. Andersrum. Ich habe mich verguckt vorhin. Scheiße. Egal, wir bauen jetzt die Wand und ich will mal gucken, wie die aussieht. Was ist das? Es ist keine Wand. Das ist scheiße. Fuck. Kann ich das... Nein. Nein. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist aber Müll. Müll, meine ich. Es ist irgendwie so ein verficktes Brettchen. Ja gut, das braucht man nicht. Das war ein Satz mit X. Habe ich noch was? Ich habe nichts, ne? Ich glaube, das sind einfach irgendwelche zusammengenagelten Bretter. Das sind keine Wände. Verdammte Axt. Kompost. Ne, brauchen wir auch nicht. Storage brauchen wir nicht. Mal gucken, was das für ein Schabernack hier ist. Ja, irgend so ein Hängebrett. Ist das geil. Ist das geil. Gut, voll verkackt. Es sind keine Wände. War fickt und zugenäht. Wie baue ich denn hier was? Hier kriegen wir Planken. Ja, und wie kann ich jetzt... Gibt es hier noch irgendwas, was ich vielleicht übersehen habe? Warte mal, was ist das denn überhaupt hier? Oh, Heinrich. Ein Brahammer brauchen wir, keine Axt. So. Na, wir gehen wir kommen den Dingen langsam auf den Grund. So, aber wir verhungern trotzdem. So, und nu? Kann ich nu machen? Ah, ha. Foundation. Brauche ich eine Foundation? Hallo, Foundation bauen. Stone? Ja, mach mal. Aha. Das heißt, wir machen mal eine Gasse von 1. Oh, Mama. Cool. Das reicht. Hinten raus soll es mehr werden. Gut, wir haben Foundations gebaut. Juhu! Wir können bauen und brauchen ganz viel Holz und Stein wieder. Heidi ho, das ist nicht so ganz gerade, wie ich wollte. Verdammte Axt. Ach nee, warte mal. Wir machen eh noch was davor. Nein, geht das schon irgendwie. Das paut schon irgendwie hin. Ja. Dann haben wir ganz wenig zu tun. Kann man hier noch irgendwie... Move kann man, okay. Man kann es dann später irgendwo hinpacken. Also wir brauchen eigentlich nur erstmal Stein und Holz. Gehen wir mal in die andere Ecke. Können wir auch diese Stein kaputt machen? Aber gratis Holz. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Nein. Hier gibt es ein paar leckere Bärchen. Stopfen wir uns mit Bären halt weiter voll. Hallo, stopf dir ein paar Bären rein. Den ganzen Tag ernähren wir uns nur von Bären. Das ist echt eine gesunde Mahlzeit.
So, und hier haben wir auch gleich ein paar Bäumchen, die wir einfach mal niederhacken. Ne, es ist Faust. Aber wir bräuchten noch irgendwie einen Stein, den wir mal zerkloppen können. Ganz normalen Stein. Da hinten vielleicht. Das ist, Ah, nehmen wir mit. Bisschen Stein brachte es auch. Ich habe keine Lust, hier die ganze Zeit hier so einzelne kleine Steinchen wegzuhauen. Wie viel Holz haben wir? Jetzt ist es ein bisschen was, ja. Hanf. Cool. Na? Das geht wieder nicht, oder was? Hier haben wir wieder Eisen. Da geht's schön Stein. Super. Wie viel Gewicht kann man überhaupt mitnehmen oder tragen? Den Baum noch und den Stein. Dann gehen wir zurück, bauen nochmal. Das ist aber irgendwie was anderes noch. Sulfur. Ich habe gerade keine Ahnung, was das auf Deutsch ungefähr sein soll. Nur zur Information, falls ich wieder was falsch ausspreche. Ich hab's nicht so mit der englischen Sprache. Ich bin leider damals auf der falschen Seite Deutschlands groß geworden. Ein bisschen Englisch kann ich, aber ganz, 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 ganz little. Wenig. Darum entschuldigt, wenn ich irgendwas falsch ausspreche. Aber dass ich ja kein Englisch kann, ist ja eigentlich den Leuten, die mir häufiger zugucken, ganz bekannt. So, ich überlege gerade, wenn dieses Ding hier schon 1, 2, 3, 4 braucht, ne? 1, 2, 3, dann haben wir hier die Tür. Dann würde ich sagen, 5 Foundation. Dann doch ein bisschen breiter. Wir brauchen. Nee, gar nicht. Das. Und dann sagen wir nochmal Foundation. Jetzt ein bisschen draufklicken. Eins. War jetzt richtig? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da ist mein Feind. Dieses stinkt hier. Und, warte mal, für dich gleich. Das packe ich mal ganz kurz da rein. Das brauchen wir nicht. Ja, ja, es lacht mich aus. Es lacht mich aus. Ich töte dich sowas von. Ah, ah, ah. Was ich schade finde, ist wirklich... Mehr kriegen wir nicht, nur Pelz. Dass wir die Pfeile nicht mal einsammeln können. Ich bin das so gewohnt von... ja. Seven Die, nein. Seven Days to Die. Dass ich eigentlich ein bisschen enttäuscht bin, dass ich hier gerade nichts
Pfeile aufsammeln kann. Wo ist denn die Tür? Aha. Okay. Für eine Kirche hätte ich gerne eine größere Tür, aber dann sind wir eine kleine Dorfkirche. Klack. Dann brauchen wir... Nee, ja. Wand. 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 So. Jetzt machen wir Wand. Fenster, würde ich sagen, abwechselnd. No, und... Ich komme mit der Steuerung nicht so ganz klar. Ich hätte gerne andere Fenster, aber... Ja. Wie das halt immer so ist im Leben, ne? Man kann sich das nicht aussuchen. So, dann überlegen wir mal, wie lang es in die Kirche sein soll. Ist hier noch andere Foundation? Nee. Ich will die eckigen. Bis hier hinten sollte schon gehen. Ich glaube, das reicht. Ja. Und kein Holz mehr. Ja, also ich muss sagen, es ist ein bisschen buggy. Ich bin jetzt jetzt während den Aufnahmen zweimal, ne, gar nicht, bin ich, ich glaube, einmal nur runtergekickt worden oder zweimal. Ich habe es da vorher kurz angespielt, da bin ich auch einmal runtergeflogen. Ich muss sagen, es macht Spaß. Na klar, man baut auf, man sammelt Ressourcen. Es ist nicht verkehrt. Es haut mich aber noch nicht so völlig um. Aber es gibt noch viele Fragezeichen, ne? Es kann, also ich weiß noch nicht so viel. Also es kann ja sein, dass es Indianer gibt, vielleicht da in dem Wüstengebiet. Ich würde es machen. Wir haben Banditen und es wird wahrscheinlich auch irgendwo Bären geben. Das ist ja wahrscheinlich das Anfangsgebiet, das ruhigere. Und um was zu erleben, musst du bestimmt rausreiten. Jetzt haben wir gar nicht mal interagiert mit den Sachen hier. Kann man hier machen? Storage. Aha. Kann da jetzt Sachen aufbewahren oder was? Weil er will auch irgendwie Geld. Vielleicht kann man auch Sachen überfallen. Darum vielleicht die Bank oder man kann Sachen einzahlen. Ich habe keine Ahnung, was man hier noch so machen kann. Kann man hier Sachen verkaufen, weil hier ist irgendwas mit Gold? Sell. Ich kann irgendwas... Nö. Hm. Keine Ahnung. Was man damit machen kann. Ich finde es aber cool, dass man eine Bank hat und ja. Und jede Ortschaft braucht auch eine Kirche. Ja, ein Sheriff-Gebäude hätte ich keinen Bock. Wir sind gottesfürchtig. Wir sehen eh schon komisch aus mit unserer Halbglatze. Und ja. Also ich habe wirklich Lust, weiter zu spielen. Es könnte sein, dass es noch geiler wird. Es erinnert mich so ein bisschen an Conan. Ja, so von der Landschaft. Das ist eine feste Map und ja, man kann viel bauen. Ja, es gibt mehrere solche Survival-Spiele mittlerweile, aber wie gesagt, ich finde es bisher doch ganz nett. Es hat mich noch nicht voll umgehauen, aber ich finde es nett. Mit mehreren Leuten wäre das natürlich geiler, definitiv. Mit mehreren Leuten macht es immer alles geiler. Macht immer mehr Fun. Ja, ansonsten, wenn ihr mehr sehen wollt, ich glaube, ich spiele das noch mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt mir einfach einen Kommentar oder ein Like oder abonniert mich. Würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, ich habe euch hier auch einen kleinen Einblick gegeben zu diesem Spiel. Und ja,
jetzt bevor ich noch weiter quassel und dann beenden wir das hier mal. Also bis zum nächsten Mal. Euer gläubiger Heinrich mit der Kirche. Ciao!